herzlich willkommen bei uns im Eco-Studio. Mein Name ist Vivian Witt und ich habe heute spannende Gäste bei mir zum Thema Digital Responsibility. Herzlich willkommen, Jutta und Kai. Jutta ist die Geschäftsführerin und Gründerin von Identity Valley und dem Projekt Digital Responsibility Goals. Und Kai ist ihr Co-Geschäftsführer und auch einer der Köpfe hinter den Digital Responsibility Goals. Auch hier haben wir heute Andreas Weiß. Er ist Leiter für den Geschäftsbereich digitale Geschäftsmodelle beim ECO, Verband der Internetwirtschaft. Und er ist gleichzeitig auch der Projektleiter für das GAIA-X Federation Services Projekt. Herzlich willkommen euch allen dreien. Danke. Dankeschön. Thema Digital Responsibility Goals. Kai und Jutta, vielleicht könnt ihr uns in ein paar Sätzen erklären, was ihr euch gedacht habt. Wie kamt ihr auf die Idee, digitale Verantwortungsziele zu setzen? Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, dass wir hier sein dürfen in eurem tollen Studio. Danke. Und genau zum Hintergrund zu den Digital Responsibility Goals gibt es eine kleine Historie und das Identity Valley. Und wie der Name schon andeutet, ist es tatsächlich bewusst eine Adaption oder eigentlich eine Fortführung und Evolution des Silicon Valley und die Idee eben, das, was dort an Innovationsthemen schon über viele Jahrzehnte jetzt passiert, für Europa zu adaptieren und praktisch das Thema digitale Verantwortung zu integrieren, was dazu geführt hat, dass wir eben auch die Digital Responsibility Goals entwickelt haben. Die Digital Responsibility Goals beschreiben im Grunde genommen das Themenfeld der digitalen Verantwortung. Das ist ja eingängig schon angesprochen. Dafür sind wir heute hier, um darüber zu sprechen. Und wir haben immer festgestellt, es wird viel darüber gesprochen und die Fragestellung war, was ist denn das? Was ist denn digitale Verantwortung? Welche Verhaltensweisen im digitalen Raum sind denn überhaupt verantwortlich? Und wir haben festgestellt, so eine ähnliche Fragestellung gab es schon mal auf einem anderen Themenfeld einer großen Veränderung, die uns jetzt bevorsteht und das ist das Thema der Nachhaltigkeit. Und da gab es ein Angebot, die Sustainable Development Goals. Und dann hatten wir gemeinsam mit vielen anderen die Idee, Mensch, dann müsste es sowas doch auch mal für den digitalen Raum geben. Und das sind die Digital Responsibility Goals, sozusagen die Sustainable Development Goals für den digitalen Raum. Und die Idee ist da, einmal holistisch das Thema der digitalen Verantwortung zu beschreiben und dem Thema ein Zielbild zu geben. Vielen Dank für diese Einleitung. Und jetzt würde ich gerne Andreas Weiß fragen. Wir beim ECO sind ja über das Thema GAIA-X eigentlich an euch gekommen und digitale Verantwortung. Andreas, wie würdest du denn sagen, was für eine Rolle spielt digitale Verantwortung beim Projekt GAIA-X heute? Ja, das ist eine der Kernfragen, denn GAIA-X ist ja angetreten mit dem Leistungsversprechen, europäische Werte und Standards zu vermitteln und auch, sagen wir mal, einen vertrauensvollen digitalen Raum in Europa zu etablieren und über Europa hinaus. Und deswegen hat es mich sehr gefreut, Jutta und Kai, wir haben uns, glaube ich, ja, Anfang letzten Jahres dann auch kennengelernt und man kann sich der Überzeugungskraft von Jutta und Kai gar nicht entziehen. Das ist also wirklich ein ganz tolles Team und was uns wirklich sehr interessiert hat, ist, dass mit den Digital Responsibility Goals nicht nur grundsätzliche Wertefragen angesprochen werden, sondern man auch versucht, in die Richtung der Messbarkeit und auch die Orientierung zu geben, wie man in Zukunft eigentlich digitale Werte vertritt, weil es ist kein Selbstläufer. GAIA-X selber ist zwar mehr so ein B2B-Projekt, ist jetzt nicht unbedingt unmittelbar für die Zivilgesellschaft, aber ich denke, man muss es immer mitdenken. Wenn man über Digitalisierung redet, was bedeutet es für den Einzelnen, welche Verantwortung haben wir damit und wie können wir gerade ein wichtiges Thema adressieren, das ist nämlich die Selbstbestimmtheit. Denn wenn ich nicht informiert bin, wenn ich nicht aufgeklärt bin über die Dinge und auch über die Zusammenhänge, dann bin ich immer noch nicht in der Lage, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und das bedeutet Überzeugungsarbeit auf allen Ebenen. Es sind eben nicht nur die Unternehmen, die das Digitale vertreten, sondern auch die gesamten Akteure und auch die Anwender des Digitalen brauchen eine eigene Orientierung für deren Verantwortung und für deren Handlungsraum, wo sie auch selber gestalten können. Und ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema und ich freue mich sehr, dass wir das so in dieser Kombination aufbereitet bekommen. Prima, vielen Dank. Kai, vielleicht kannst du uns was dazu erzählen, was genau für Leitziele ihr denn jetzt konkret entwickelt habt. Die 7 Ziele beginnen mit Ziel Nummer 1, das ist Digital Literacy. Andreas hat das gerade schon so schön gesagt. Im Grunde genommen geht es um Aufklärung, also um Verständnis des digitalen Raums und zwar sowohl der Chancen als auch der Risiken. Da glauben wir, das ist die Grundvoraussetzung für Verantwortung.
Ziel Nummer zwei ist Cybersicherheit, Cybersecurity als die technische oder eine technische Voraussetzung. Cybersecurity ist mehr als nur Technologie, aber es ist doch schon technologielastig als eine Grundvoraussetzung, dass digitale Infrastrukturen und Services und Angebote nicht manipulierbar sind. Ziel Nummer drei, Privacy, Datenschutz auf Deutsch, Privacy oder Schutz der Privatsphäre. Natürlich ein Thema, was wir und viele auch in letzter Zeit sehr häufig gehört haben. Wir glauben, das ist elementar, eben genau für diese Selbstbestimmtheit auch wieder. Es geht ja um den Schutz der persönlichen Daten. Wir glauben, dass das aber nicht genug ist. Deswegen ist Ziel Nummer vier das Thema Data Fairness. Da geht es um nicht personengebundene Daten, die auch schützenswert sind und die auch fair behandelt werden müssen. Es braucht faires Verständnis, wie mit diesen Daten umgegangen wird. Das ist Data Fairness. Ziel Nummer fünf, da kommen wir zu der Datenverarbeitung. Da geht es um vertrauenswürdige Algorithmen. Daten werden ja irgendwann früher oder später im besten Falle verarbeitet. Ob das eine KI ist oder nicht, ist erstmal unerheblich. Wir glauben, dass die Algorithmen vertrauenswürdig sein müssen. Ziel Nummer 6, Transparency, haben wir so explizit ausgeflaggt, weil wir glauben, dass im digitalen Raum, wo vieles eben nicht so richtig ersichtlich ist, wo vieles ja virtuell ist, das Thema Transparenz oder dem Thema Transparenz eine neue Aufmerksamkeit erfahren muss, wo die Player, die im digitalen Raum unterwegs sind, auch transparent machen müssen, nach welchen Kriterien sie sich ausrichten, nach welchen Prinzipien oder Werten sie im digitalen Raum unterwegs sind. Und dann das letzte Ziel, Nummer 7, rundet das Ganze im Grunde genommen nochmal ab. Wieder was zutiefst Menschliches. Da geht es um menschliche Aufsicht und Identität. Also wir glauben, dass Technologie allzeit unter menschlicher Aufsicht und Autorenschaft stehen muss. Und am Ende es darum geht, wie können wir wohl ergehen für die Gesellschaft und insbesondere aber auch für den Einzelnen in und mit seiner vielschichtigen Identität schaffen. Das so als das gesamte Package hoffentlich eines holistischen Blicks auf digitale Verantwortung. Ja, prima. Danke für diesen Überblick, den wir jetzt haben. Mich würde interessieren, wie möchtet ihr denn konkret diese Ziele messbar machen? Ja, wir haben als Identity Valley uns von Beginn an überlegt, was ist das ganz große Ziel und was ist eigentlich unser Credo? Und zusammengefasst wurde das dann in einem Workshop unter dem Motto It's all about trust. Klingt ganz simpel eigentlich, aber wie kann ich eigentlich darstellen, dass ich vertrauensvoll arbeite im digitalen Raum? Und die Ziele sollen genau das bewirken, dass wir praktisch darstellen können und messbar machen können, wer arbeitet in welchen Bereichen wie und wie kann ich praktisch so nachvollziehen über tiefer liegende Leitkriterien dann, dass ich einem digitalen Service, einem digitalen Produkt vertrauen kann oder dem Unternehmen, das ein Produkt anbietet. Auch wieder die Parallele zu den Sustainable Development Goals. Wir wissen heute, wer arbeitet nachhaltig. Es gibt Automobilhersteller, die einen höheren Index haben als andere und wir können einfach selbstbestimmt eben auch entscheiden, zu welchem Produkt wollen wir uns entscheiden. Und im digitalen Raum fehlt diese Komponente aus unserer Sicht. Insofern gibt es Messkriterien oder Leitkriterien unterhalb der einzelnen Goals, die wir in die Anwendbarkeit bringen wollen und um so einen Index, eben auch Digital Responsibility Index, zu gestalten, der Orientierung gibt und Basis für eine Entscheidung dann für den Bürger oder ein Unternehmen, den Wirtschaftstreibenden, wie auch immer, geben kann. Mhm. Wenn ich noch ergänzen darf, also was wir jetzt noch ein Stück weit vor uns haben, aber auch ein Stück weit schon gemacht haben, ist ein sogenannter Collective Impact Approach, also wo wir gemeinsam mit vielen Partnern und unterschiedlichen Stimmen auch aus den relevanten Themenfeldern, die da wären, die Wirtschaft, natürlich Akademia, Zivilgesellschaft und auch Politik und öffentlicher Hand, gemeinsam auf die Ziele schauen und dann runterbrechen in Leitkriterien. Und das ist sowohl eine inhaltliche als auch eine methodische, prozessuale Herausforderung. Und es sieht dann so aus, das Bild verfeinert sich gerade schon, dass wir pro Ziel, pro Digital Responsibility Goals, also für diese 7 Ziele, 5 bis 6 Unterziele haben, Leitkriterien,
hinter denen dann wieder auch konkrete Verhaltensweisen liegen. Also das ist dann tatsächlich sehr nah angelehnt an Sustainable Development Goals, ist aber auch gleichzeitig angelehnt an Methodiken, die man aus so Themenfeldern wie Cybersicherheit und Assessments im Cybersicherheitsbereich kennt. Weil wir ja was schaffen wollen, was anwendbar ist, wo vielleicht auch nicht ganz neu über die Methode nachgedacht wird oder nachgedacht werden muss, sondern was in bestehende Strukturen passt. Das ist im Grunde genommen die Herausforderung. Wir schaffen was Neues und trotzdem muss es anwendbar bleiben und anwendbar sein. Da sind wir, denke ich, auf einem ganz guten Weg und stellen fest, dass es auch ganz großes Interesse gibt, aus diesen verschiedenen Sichtwinkeln das Thema zu betrachten. Also wir schreiben ja dann einzelne Personengruppen auch an oder sprechen die an. Und ja, ganz oft sind wir ganz begeistert von der Rückmeldung, weil dann viele sagen, Mensch, wir wollen dabei sein, wir wollen das mitschaffen. Also der Bedarf ist da, es gibt eine große Lust daran mitzuwirken. Und das stimmt uns auch wieder freudig, dass daraus was Positives entsteht, als positives Richtbild, dem sich die Leute auch verschreiben wollen. Das muss es schaffen am Ende. Du hast gerade schon Stakeholder angesprochen, Kai, und verschiedene Gruppen, die da mit an der Erarbeitung dieser Unterkriterien arbeiten sollen. Was ist denn so insgesamt eure Strategie, um die verschiedenen Stakeholder bei euch einzubinden? Weil ihr habt ja wirklich schon sehr viel Support auch von Stiftungen erhalten, von Thinktanks, ja, und Unterstützung auch auf politischer Ebene von europäischen und deutschen Politikern, sage ich mal, die euer Projekt alle ja befürworten und unterstützen möchten. Wie genau sieht die Strategie aus, um Stakeholder weiterhin einzubinden? Also das ist ein Living Target, ein lebendiges Gebilde, um ehrlich zu sein. Wir bieten sozusagen die Plattform als gemeinnützige Organisation, unabhängig miteinander in den Austausch zu gehen, ohne Interessen. Klar hat jeder immer seine eigenen Interessen irgendwo dabei, aber was wir ja anbieten wollen, ist ein Zielbild, das allgemeingültig ist, so wie die Sustainable Development Goals das im Nachhaltigkeitskontext tun, etwas, zu dem man sich committen kann und dann wiederum die selber die Ausprägung für sich finden kann, wie ich in diesen einzelnen Themenbereichen aktiv bin. Und da sind wir gerade ganz glücklich, dass eben auch Feedback aus dem Europaparlament und aus der Europäischen Kommission genau auf diese Ziele auch, die Gaia-X vorantreibt, wirklich einfach sehr gutes Feedback kommt, das uns zeigt, dass auch all diese Aktivitäten, Digital Services Act, Data Governance Act etc., was da gerade alles entwickelt wird, da gibt es ganz oft diese Stichworte natürlich, die wir hier in unserem Zielbild auch darstellen. Und wir bauen sowas wie ein Dach darüber, was Orientierung gibt für alle diese Akteure. Und das hilft, glaube ich, diesen Multi-Stakeholder-Approach wirklich zusammenzubringen, dass dann jeder für sich das findet, wo kann ich aktiv werden, so wie wir bei den Nachhaltigkeitszielen gelernt haben, weniger Wasser verbrauchen, weniger Strom verbrauchen, hilft schon mal, fange ich damit an. Die anderen 16, 15 Themen, 17 in Summe, gucke ich mir vielleicht Stück für Stück an und agiere dann und beweise auch, indem ich danach handle, dass ich eben ein nachhaltiger Akteur in unserer Wirtschaft bin. Und wir hoffen, dass das funktioniert eben auch im digitalen Raum für die verantwortungsvolle Aktion der ganzen Beteiligten. Ja, Jutta und Kai, ihr habt schon mal angesprochen, verschiedene Stakeholder, die involviert sind mit der, sag ich mal, Messbarkeit der Digital Responsibility Goals. Interessant wäre natürlich auch nochmal zu hören, wie ihr insgesamt plant, eure sehr breite Stakeholder-Community einzubinden. Ja, also das reicht ja von Stiftungen über Thinktanks, Akademiker, sogar Politiker und natürlich auch der Eco-Verband, die mit euch in dieses Projekt eingestiegen sind und das unterstützen möchten. Vielleicht könnt ihr drei gerne mal eure Einschätzung geben dazu. Wie sieht die weitere Kooperation, wie sieht die Reise aus? Ja, vielleicht grundlegend, ganz kurz, Andreas, ein großes Dankeschön an den Eco-Verband, weil ihr tatsächlich im letzten Jahr, dadurch, dass wir über Gaia-X uns sozusagen gefunden haben, wir hatten dieses Interesse, Moment, was steckt da alles drin, festgestellt, da ist der Eco-Verband ganz großer Treiber und da ist das praktisch geboren worden. Wir standen also irgendwie so an so einem Wendepunkt, sag ich mal, alle und haben gemerkt, das passt irgendwie zusammen. Und dann haben wir sehr, sehr schnell eben auch wirklich eine Kooperationsvereinbarung unterschrieben und sind ganz glücklich, auch jetzt heute hier mit euch in dem Studio sein zu können und aber eben auch sehr happy darüber, dass wir gemeinsam auch jetzt mal Gaia-X betrachten unter dem Gesichtspunkt der Digital Responsibility Goals und dazu auch etwas veröffentlichen wollen. Und das ist großartig, weil da einfach wirklich viele verschiedene Perspektiven zusammenkommen, ganz, ganz viel Kompetenzen und wir, glaube ich, so etwas
gestalten können, was anwendbar ist und womit wir alle weiterkommen. Und das ist ja unser aller Ziel. Vielleicht das kurz nochmal vorab. Deshalb sind wir ganz froh, dass der ECO-Verband, der an sich ja schon einen Multi-Stakeholder-Approach hat mit seinen über 1000 Mitgliedern, für uns großartiger Kooperationspartner ist. Ja, das ist die Hürde auch wirklich der Anknüpfpunkt bei der ganzen Geschichte. Multi-Stakeholder-Management. Einer unserer Slogans ist ja auch, wir gestalten das Internet. So. Und da haben wir vor 25 Jahren mit begonnen und da gab es so die ersten drei Provider, die sagten, wir müssen zusammenarbeiten. Mittlerweile werden über die Eco-Gesellschaft mit dem DKIC zum Beispiel über 2.500 Netze miteinander verknüpft. Und das ist schon eine große Verantwortung. Mhm. Damit einhergeht auch die Frage der Governance des Internets. Und ich glaube, es erschließt sich jedem, dass das nicht so ganz einheitlich gestaltet ist und dass es da ganz unterschiedliche Betrachtungsweisen gibt, wie das Internet zu funktionieren hat. Wir merken es ja auch mittlerweile in Europa, dass es Regulierungstendenzen gibt, weil manche Dinge sich nicht so entwickeln, wie man das eigentlich in einer Gesellschaft sehen möchte. Nichtsdestotrotz sehen wir da unsere Verantwortung, unsere Aufgabe, diese Gestaltung mit zu begleiten. Und das Internet ist ja mittlerweile Synonym für alles, was im digitalen Raum passiert. Also ergibt sich daraus schon auch eine gewisse Verantwortung, zumindest eine Unterstützungsleistung, die wir hier bringen können. Und das auch immer vor dem Hintergrund, dass wir versuchen, die Dinge selbstregulierend anzustoßen, indem man zum Beispiel informiert, indem man aufklärt, indem man die richtigen Parteien zusammenbringt. Und ihr habt es ja auch schon gesagt, die Digital Responsibility Goals sind ein lebendes System. Also es ist etwas, das ist ein erster Aufschlag, es ist eine Grundstruktur und wir müssen zusammen diese Werte ausfüllen und auch die Messbarkeiten, die Kriterien uns anschauen. Und ich bin mir sicher, das ist ein Prozess, der wird uns auch noch die nächste Zeit begleiten. Also ich glaube, es ist auch nichts, wo man sagt, das ist es jetzt und das ist fertig, sondern die Welt dreht sich weiter und dementsprechend müssen wir auch solche Kriterien anpassbar machen und auch schauen, wo man die Akzente setzen kann, dass die Dinge richtig laufen in dem Sinne, wie eine Gesellschaft es für sich auch erwartet. Und ich finde, da können wir die Begleitung leisten. Und in Bezug auf Gaia-X sind wir oftmals noch zu sehr in diesen technischen Aspekten. Mhm. Natürlich Cybersicherheit ein ganz wichtiges Thema, Datenschutz ein ganz wichtiges, also auch Security by Design, Privacy by Design, das sind ja auch Dinge, die sich jetzt immer mehr manifestieren. Aber dann eben auch, wie bringen wir dann die Leute zusammen und wer partizipiert, also die Teilhabe an dem, was da entsteht und wer auch gerade im Umfeld der Wertschöpfung sich einbringen kann, ist für uns ein ganz wichtiger Aspekt und wir würden es uns wünschen, gerade in Europa, dass das auf sehr viele Schultern verteilt wird. Also wir sind ein föderales Konstrukt, Deutschland ist föderiert, kommt aus Bayern oder aus Hessen oder aus Rheinland-Pfalz oder aus Nordrhein-Westfalen, jeder hat so ein bisschen anderen Spin, sieht man dann in 2G-Plus-Regeln zurzeit, dass das nicht ganz so harmonisch ist, aber das ist auch okay, aber trotzdem ein gemeinsames Ziel und gemeinsame Wertebasis. Und das ist ja auch auf Europa transferierbar, es sind aber auch Länder außerhalb von Europa, sind schon sehr interessiert, was sich hier im digitalen Raum in Europa entwickelt. Gaia-X ist so ein Thema und ich könnte mir vorstellen, dass die Digital Responsibility Goals irgendwann mal ein Exportschlager werden. Zumindest soll es nicht an uns liegen, dass es nicht passiert. Von daher geben wir da gerne die Unterstützung und die Anlaufhilfe. Aber das System muss sich dann auch selbst tragen über all die Stakeholder, die sich dadurch angesprochen fühlen. Und dann wird es auch was sehr Stabiles und auch wirklich etwas, worauf man aufsetzen kann und worauf man auch sich abstimmen kann. Und das würde ich mir wünschen über die Zeit.